Sharon Larnier schreibt, er hat 1994 dafür gebetet, so sagt er. Das ist ja einer der großen Netzkritiker heute, aber damals gehörte er zu den Startups und zu den Miterfindern des Internet. Sagt er, er wünscht sich eine demokratische und ein demokratisches und schönes und spirituelles Netz, an dem alle teilnehmen. Das ist ja der Traum. Und jetzt müssen wir uns auseinandersetzen mit den großen Firmen, die die Macht darin übernommen haben, beziehungsweise auch die Geheimdienste und die halt überwachen müssen, wollen. Und die Frage ist, wie kommt man dazu, dass dieses Netz tatsächlich den Bürgern gehört und dass die Bürger nicht ausgespäht werden und dass die Bürger nicht erpresst werden können und dass wir davon, also dieses Menschenrecht auf ein Geheimnis, dass wir dieses Menschenrecht auf ein Geheimnis einlösen. Und das ist eine kleinräumige politische Arbeit. Das andere ist aber, wir müssen erst das Bewusstsein und erst mal die Wahrnehmung haben, dass möglicherweise mit dieser Technologie totalitären Einflüssen in die Hände gespielt wird. Wir können das in der Türkei sehen, wir können das im Iran sehen, wir können das Niederschlagen von demokratischen Revolutionen, das können wir in Ägypten sehen. Die sind ja alle durch Netzüberwachung passiert. Und diese Schattenseiten und auf der anderen Seite die Stärke von unseren demokratischen Mitbestimmungsregeln, die wieder einzufordern, das war das Inhalt unseres Podiums. Die Aufgabe der Kirche ist in diesem Zusammenhang mal ganz praktisch: Kirche bietet Seelsorge an. Und mit dieser Seelsorge ist eine Geheimhaltung verbunden. Also es muss Räume, und es ist ein theologischer Topos erster Güte, es muss Räume geben zwischen Gott und mir, die von niemandem sonst gewusst werden. Und das bedeutet dann die Beratungsarbeit, Online-Beratung. Da wenden sich ja Leute hin, die vergewaltigt worden sind oder die Trinker sind oder die heroinabhängig sind oder was auch immer, oder die schwanger sind und 17 oder so. Und es muss einen Raum geben, der geschützt ist für solche Geheimnisse oder solche Dinge, die Zeit brauchen, um entschieden zu werden, wo Menschen Zeit brauchen, sich eine Meinung zu bilden, einen Gesprächspartner brauchen, der das für sich behält. Und da hat die Kirche ein absolutes, erstrangiges Interesse, diese Räume zu versichern und sicher zu halten. Und sie kann es im Augenblick nicht. Ich glaube, man kann auch die Online-Seelsorge kann nicht versichern, dass letztlich alles, was bei Ihnen passiert, geheim ist. Und das sind jetzt mal ganz praktische Interessen, die tief in die theologischen Grundlagen hineingehen. Und das andere ist, dass natürlich Kirche auch zuständig ist, sich zuständig fühlt für die Kommunikation der Menschen in diesem Lande. Auch mit zuständig fühlt für die demokratischen Formen in diesem Lande. Wir sind auch für die Institutionen zuständig und die Erhalt und Weiterentwicklung der Institutionen. Und an dieser Stelle, denke ich, müssen Kirchen sehr viel aktiver werden und sagen, wir reden jetzt mal mit den Chefs von Facebook Deutschland. Wir werden auf europäischer Ebene aktiv. Wir versuchen das, was wir an Grundrechten und Bürgerrechten errungen haben, blutigst in Europa. Und die Erfahrungen, die wir mit Überwachung haben, durch die Gestapo, durch die Stasi, diese Erfahrungen sozusagen produktiv einzubringen in die Neugestaltung und die rechtliche Gestaltung des Netzes. Und da, denke ich, haben die Kirchen als globale Macht, sie sind Global Player, der einzige eigentlich, der sozusagen mit Google mithalten kann, wenn sie so wollen. Und dazu mit den Verantwortlichen zu reden und zu gucken, wie ist es mit den Hassreden? Wie könnt ihr korrigierend eingreifen, dass dieses Netz nicht ein Empörungsmuster erster Güte ist? Dass das nicht die Nischenbildung, die wir alle befürchten, dass Menschen nicht mehr mit anderen Haltungen konfrontiert werden als ihrer eigenen und wir dadurch eigentlich die Demokratie zerstören, weil Menschen nur noch die politische oder wie auch immer Bestätigung ihrer eigenen Meinung fühlen. Wenn ich ARD gucke, Nachrichten, da kommen Dinge oder Kommentare, die ich vielleicht nicht mag, aber ich muss es mir anhören. Wenn ich eine Zeitung lese, stehen Dinge, die mich bestätigen und Dinge, die mich widerlegen drin. Im Netz kann ich mich auf die Gruppen zurückziehen, die sowieso schon sagen, was ich will. Und das halte ich für eine unterlaufene
Laufung unserer demokratischen Kultur.